Das war ein besonderes Projekt von unserer Firma, weil sich die Wand im Zentrum von Chemnitz befindet. Man sieht, die Chemnitz, der Fluss, ist eng gefasst. Das heißt, im Hochwasserfall steigt das Wasser auch schnell an. Muss dort gesichert werden alles. Die Baumaßnahme war insofern besonders, weil die Wand auf Großbruchfällen gegründet ist und relativ kompliziert zu errichten war. Die Mengenermittlung wird ja teilweise digital durchgeführt bei uns. In diesem Fall wurden die Kanäle und die Kanalbauarbeiten digital aufgemessen und abgerechnet. 1990 wurde Swing & Kutt gegründet. Kutt steht für Chemnitzer Umschlag und Transport. Seitdem arbeiten die mittelständische Firma aus dem Erzgebirge und BRZ eng zusammen. Ein aktuelles Projekt ist diese Wasserschutzwand in Chemnitz. Die punktgenaue Datenerfassung mit dem Rover ist der erste Schritt in die Digitalisierung. Dafür ist flächendeckendes, gutes Internet eine zwingende Voraussetzung. Den Breitbandausbau treibt Swing & Kutt selbst voran. Denn Digitalisierung braucht Infrastruktur. Gerade dieses Projekt hier ist ein gutes Beispiel. Ich habe sehr umfangreiche Flächen. Es zieht sich ja von der Stadt Chemnitz über die Ortsteile Einsiedel, Altenhain, Klein-Olbersdorf. Und dort einen Überblick zu behalten, dass ich nichts vergesse, das ist natürlich nicht so einfach. Und durch die Messung mit GPS habe ich das digital, habe ich in der richtigen Lage und kann das natürlich ordentlich nachvollziehen, was habe ich, bis zu welchem Punkt habe ich gemessen. Und wo muss ich weitermachen, sodass ich also hier nichts vergessen kann. Im Moment werden die digital erhobenen Daten noch mit einem USB-Stick in die Zentrale nach Großrückerswalde gebracht. Die direkte Übertragung über die Cloud ist der nächste logische Schritt. Vom Rover in die BIM-Tiefbauwelt von BRZ, von der digitalen Mengenermittlung über die Erstellung von 3D-Modellen zur Visualisierung bis hin zur Rechnungserstellung. Das ganz große Ziel ist, die gesamte Wertschöpfungskette am Bau digital abzuwickeln. Damit sind Medienbrüche mit Papier endgültig Geschichte. Das Stichwort BIM ist eigentlich, was über uns schwebt. Diese ganze große Geschichte, wo von Anfang bis Ende alles digital abgerechnet wird. Wir hätten uns das vor einigen Jahren nicht vorstellen können, dass es so funktionieren kann. Und waren letztendlich selber erstaunt, wie relativ reibungslos die Umstellung auf die neue Art und Weise zu arbeiten erfolgt ist. Und das motiviert Daniel Drechsel, denn auch die nächsten Schritte sind bei Swing & Kutt schon in der Planung.